Mahlzeit und herzlich willkommen zurück bei Gothic 1 auf der Switch. Wie ihr an meiner neuen Rüstung seht, bin ich jetzt endlich Schatten. Ich freue mich sehr, denn es fühlt sich einfach gut an, im Rang aufgestiegen zu sein. Es fühlt sich einfach gut an, ein neues Outfit zu haben und so weiter. Freut mich sehr und jetzt bin ich natürlich auf meiner ersten Mission. Ich soll für Raven höchstpersönlich rausfinden, was eigentlich im Sumpflager abgeht und was die Typen da so genau planen. So, weiterhin habe ich natürlich noch diese Quest im Nacken mit Valoros Waffe. Ich hoffe, dass die von einem Kapitel ins nächste übertragen wird. Ich glaube aber schon. Ich meine, die in späteren Kapiteln nochmal auch erledigt zu haben. Aber jetzt nehme ich mir erstmal noch diese Mordorats vor. Mit dieser Axt, die hier drin, gar kein Problem mehr. Die machen mir einfach so gut wie gar keinen Schaden mehr, auch mit meiner neuen Rüste und allem. Cool. Und natürlich eine Sache, die bald noch ansteht, die ich schon angekündigt habe. Eine große Diebestour durchs alte Lager, vielleicht auch durch die anderen Lager, aber in den anderen Lagern gibt es nicht so viel zu holen und da ist es irgendwie, da gibt es nicht so viel versteckte Bereiche und so, wo es einfach mal cool ist, rumzuschleichen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das machen werde, aber durchs alte Lager wird auf jeden Fall eine große Diebestour kommen, so wie ich es eigentlich in allen meinen Let's Plays mache, ich auch immer irgendwie Diebestouren durch Städte, durch Locations und so weiter, gehört für mich einfach dazu. Keule, Fackel, Trank. Sehr gut. Ab ins Sumpflager. Schau mal, wie man dort auf meine neue Kluft reagieren wird. Der Stab auf dem Rücken, das sieht total ungewöhnlich. Das würde, glaube ich, richtig gut aussehen mit einem Novizen-Outfit. Mit so einer Schattenrüstung sieht dieser Stab auf dem Rücken irgendwie seltsam aus, ungewohnt. Aber irgendwie macht es das für mich persönlich auch schon wieder cool, weil man dann quasi so einen ganz individuellen Charakter reinbringt. Ja? Ich bringe damit einen Charakter rein, eine Optik, die kein anderer hat in dieser Welt. Hallo! Ja, da bin ich wieder. Hi Lester. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant er denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Geil, Mann, dann kann ich Frau Gomez auch endlich prahlen, dass ich jetzt auch Kontakt zu Iberion habe. Zeig mir einen Weg, nö. Okay. Der Schläfer möge dich behüten. Alles klar. Kapitel 2, das Nest der Minecrawler. Sehr gut. Das finde ich einen sehr vielversprechenden Titel, weil man jetzt, wenn man sich in dieser Situation im Spiel gerade noch befindet, dann denkt man überhaupt nicht an Minecrawler-Nest und so. Kriegt man schon so ein bisschen eine Vorahnung. Ah, sowas könnte passieren, aber wie kommen wir jetzt storymäßig bitte dahin? Ne? Das weckt das Interesse. Okay, ab zu Iberion, der dort oben in seinem Tempel rumlungert. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Oder mit Lesters Erlaubnis. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. Okay, ab wie rein. Wie läuft's? Seit ich ein auserwählter Beschützer des Glaubens bin, fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Hört sich wichtig an. Du bist ein Ungläubiger. Du verstehst davon nichts. Ich kann dir auch meine Axt um die Ohren hauen. Aber muss ich natürlich auch nicht machen. Ich finde es immer so witzig, irgendwelche hochrangigen Kämpfer in Gothic zu fragen, wie es aussieht. Manche geben so voll die ernsten und langen Antworten, manche sagen nur so, verpiss dich, geht dich gar nichts an. Wow, schaut mal hier, diese krasse Architektur. Haben die hier diesen Tempel erbaut oder war der schon vorher da? Ich glaube, der war schon vorher da, oder? Man
die sind dann einfach hier eingezogen, um ihre Schläferhuldigung hier besser durchziehen zu können. Krasses Licht schon wieder hier drin, seht ihr das? Einfach cool aus. Ah, und das habe ich schon gehört. Da wurde in der Switch-Variante noch hinzugefügt. Den kann man eigentlich vorher in den vorherigen Kapiteln gar nicht treffen. Dann haben sie jetzt hier noch eingestellt, damit man sich nicht fragt, wo der eigentlich vorher im Spiel war. Balukor, der Typ vom Orkfriedhof. Was machst du hier? Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Dieser Ort. Ich kann es nicht erklären. Aber dieser Ort hier. Alles klar bei dir? Ach, vergiss das. Es ist bestimmt nur Einbildung. Ja, das ist natürlich eine Line aus dem Orkfriedhof, die hier auch so halbwegs passt, hat man deswegen halt nochmal eingefügt, dass der auch ein bisschen was zu sagen hat. Hast du schon was gefunden? Meine magische Kraft ist noch immer geschwächt. Aber versuch du es, sagt er dann im Orkfriedhof. Aber dazu später mehr im Laufe der Story. Ja, ich meine, dass der rumsteht, macht ja nichts. Ja, eigentlich auch ganz logisch, dass der vorher schon irgendwo gewesen sein muss. So sieht man jetzt mal, wie sein Alltag eigentlich aussieht. Und hier der Boss des Sumpflagers, dem Luft von Natalia zugefächert wird. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Frauen dürfen sich einfach mit niemandem unterhalten. Wie wär's, wenn wir einfach eine nette Konversation haben? Hallo Iberion. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? In einer Vision des Schläfers hat er mich schon mal gesehen. Aber mir ist hier drin schon wieder ein bisschen zu dunkel. Fackel raus, Licht an. Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Jawohl. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Da war ich ja schon mal vor ein paar Folgen, hab ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Okay. Ich habe den Fokus immer noch nicht gefunden. So ein richtig sinnloser Zwischenbericht hier an der Stelle. Hallo, Shani. Die erinnert mich an Shani aus Risen 2. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Beziehungsweise Shani aus Risen 2 erinnert mich an sie hier. So, es geht ab. Hier gibt's ein Bett. Ein Hocker, ein Ofen. Oh, und eine Truhe. Ich schleiche einfach mal und schaue, ob das unbemerkt bleibt, wenn ich hier... Scheiße. Rechts, links, rechts, links, rechts, hey! Rechts, links, Mann! Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, Mann. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Ah. Boah, 100 Erze. Lohnt sich auf jeden Fall, die Truhe da zu machen. Keulen, verschiedene Sumpfkrausstängel, Mana-Trank und so weiter. Geil. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich die Truhe schon mal geknackt habe. Wahrscheinlich habe ich es irgendwann schon mal gemacht, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Dieser Hocker sieht einfach aus wie eine Trommel.
Hocken wir uns mal drauf. Gut, gut. Also, Iberions persönliche Truhe, glaube ich, habe ich jetzt einfach geknackt, oder? Sollen wir die hier auch noch direkt knacken? Wenn wir schon hier sind. Ja, machen wir einfach mal. Ich schleiche, kann keiner bemerken. Links, 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 rechts. Aha. Links, links, rechts, links. Mann! Links, ups. Links, links, rechts, links. Links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Oh Mann! Links, rechts. Links, warte mal, links, links, rechts, links, ich komme nicht drauf klar, ich kann es mir einfach nicht merken, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links und dann am Ende nochmal links, okay, das merke ich mir jetzt, links, rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts, links, rechts, rechts, links, links. Boah, die Erleichterung, wenn man es dann schafft. Ja, coole Sachen hier drin. Coole Sachen, die nehme ich gerne mit. Alles klar, hier gibt es noch ein Buch. Aber die ganzen Bücher beinhalten nicht Lesbares in Gothic. Beziehungsweise man kann keinen Text dort lesen in diesen Buchständern. Und dann gibt es doch hier bestimmt auch noch eine Truhe. Aber Natalia wird vielleicht nicht so happy sein. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Wenn ich versuche, hier die Truhe zu knacken. Ich frage mich, ob die dann so kreischend wegrennt, wie manche. In manchen Situationen machen die das doch, wenn man irgendwas nicht so Angesehenes macht. Sagt ihr das, wenn ich schleich? Nö, juckt nicht. Zuckt mit ne. Womit denn? So. Links. Oh. Was? Kein Dietrich. Stopp. Ich muss jetzt schaffen mit diesem einen Dietrich hier. Muss ich jetzt schaffen. Okay, also ich brauche auf jeden Fall neue Dietriche. Links. Oh Gott. Ja. Wisst ihr, ich habe es die beiden anderen Truhen geknackt. Es wäre jetzt echt blöd, diese letzte Truhe nicht zu knacken. Und wann komme ich nochmal hier hin? Irgendwann halt mal, ja, aber trotzdem. Links, links, rechts, links, 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 rechts, links. Und dann muss ich wieder links, 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 rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Also. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Ha! Und das Schöne ist ja, wenn Dietrich nicht abbricht, kann man den theoretisch unendlich oft verwenden. Erst wenn er abbricht. Nicht wie in Gothic 3, das fand ich in Gothic 3 immer unangenehm, dass dann Dietrich einfach immer verbraucht wurde beim Öffnen. Oh, geil. Das feiere ich schon wieder hart wie hier. Die Farben und das Licht aussehen. Yeah. So, jetzt geht auch der andere Kram an. Machen wir einen Screenshot. Aufnahme gespeichert. Wisst ihr, sowas kann ich richtig genießen, wenn sich Entwickler bei sowas Mühe geben. Sowas kann ich richtig genießen. Das wäre auch, ich habe beim letzten Mal schon drüber geredet, dass ich, was man bisher vom Remake sieht, nicht feier, wie entsättigt einfach alles wurde. Eine echte düstere Stimmung schafft man nicht, indem man einfach alle Farben entsättigt. Das ganze gesamte Bild, das finde ich so eine Mogelpackung, ohne sich wirklich in der Tiefe mit dem zu beschäftigen, was man erreichen will, meiner Meinung nach. Und solche dichte Atmosphäre, wie durch solche Farben entsteht, würde dadurch auch zerstört. Hey, du! Ich hoffe einfach, dass eine andere Lösung gefunden wird. So. Verzieh dich, raus hier! Ja, nur kurz pennen ein bisschen. Weil ich nicht
nachts zu Nyras hochrennen möchte. Nein, natürlich schön tagsüber machen, wo ich auch sehen kann, was eigentlich passiert. So, das heißt erstmal zurück zum Tor da vorne. Und dann hat er gesagt, geh, steige den Berg hinauf, weil Meeresklippe und so weiter. Und natürlich hat er mir auch eine Karte gegeben. Nein, ich werde nicht dieses Kartenmenü verwenden. Ich werde direkt ins Inventar reingehen und die Karte auch in die... Scheiße, auf den Boden schmeißen. Nein, und direkt die Karte auch anschauen, wenn es schon geht, das Feature. So, nämlich da oben, guck mal, fett in Orange die Strecke eingemalt, die ich zurücklegen soll. Ein Fünftel bis ein Sechstel, oder ich soll sagen, ein Sechstel bis ein Fünftel, habe ich schon zurückgelegt davon. Und der Rest liegt jetzt noch vor mir, ab da hoch. Ich werde, wie Iberion mir geraten hat zu tun, den Berg emporsteigen zur Meeresklippe. Oh, jetzt sind wir auch in Kapitel 2. Das bedeutet, neue Monster sind gespawnt überall. Das heißt, neue Gelegenheiten, jede Menge Erfahrung zu sammeln. Hallo. Ja. Okay. Ja, natürlich, wisst ihr, ich denke die ganze Zeit drüber nach, soll ich jetzt überhaupt noch Schlösser knacken öffnen für diese eine Diebestour da. Ja, ich mach's einfach. Irgendwie kriegt man immer Erfahrung. Und so Stärke und so. Muss mich jetzt erstmal nicht mehr weiter drauf fokussieren. Und egal, was es jetzt wird, Stärke, Mana, was auch immer, worauf ich mich dann später krasser fokussiere, das sehen wir dann. So. Ja, ja. Zwei Keulen nehme ich dankend an. Baran hat sich ja auch inzwischen nochmal neuer eingenistet. Wo man immer denkt, so, ich habe doch alle Exemplare gekillt, aber ein paar in der Kolonie haben es dann trotzdem, ein paar Versteckte haben es immer noch mal geschafft, sich zu reproduzieren. Was ja auch gut ist, dass die Arten erhalten bleiben, aber man fragt sich natürlich, wie machen die das? Aber dazu muss man sagen, ich habe jetzt auch nicht flächendeckend überall in der Kolonie alle Monster besiegt. Und diejenigen, die halt in diesen letzten versteckten Winkeln überlebt haben, die haben sich vermehrt. Hätte ich die jetzt auch noch besiegt, dann wäre die Frage nochmal ein bisschen berechtigter. Aber da sieht man schon wieder, dass ich die ganze Nummer viel zu ernst nehme und hier ruminterpretiere, obwohl es einfach nur ein Spiel ist. Aber man braucht ja auch irgendwas, irgendein Gesprächsthema, versteht ihr hier? Wenn ich hier durch die Wälder laufe, will ich ja auch über irgendwas reden. Und gerne auch über irgendwas, was hier mit der Welt zu tun hat. So, einmal um die Felsen hier außen rum, wie der dicke orangene Pfeil auf Iberions Fokuskarte es mir ans Herz legt zu tun. So, der Scavenger weiß nicht, was ihm blüht hier, aber er wird sehr bald wissen, was hier abgeht. Gut. Oh, ich krieg auch langsam Hunger, merke ich. Wir haben es jetzt so kurz vor Mittag, wo ich das hier aufnehme. Ein Hunger meldet sich. Wir sind also einfach schon eine Vorfreude darauf, gleich was zu essen. Ja, so schaut's aus. Vögelchen zwitschern schon wieder im Hintergrund hier in der Spielwelt. Blätter segeln friedlich zu Boden. Alles in allem ein schöner Tag in der Kolonie. Schauen wir mal, was so abgeht bei Nyras, der losgeschickt wurde, um den Fokus zu finden. Da steht er auch schon. Versteckt sich so ein bisschen im Gestrüpp drin, scheinbar. Hallo. Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Okay, schon mal eher auf Krawall gebürstet. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Sieht ein bisschen so aus, als würde der Schläfer seine Diener gegeneinander aufhetzen. Ich bin zwar nicht sein Diener, aber
die anderen aus Sublager werden ja davon auch in Mitleidenschaft gezogen. Fokus von der Meeresklippe. So, den nehme ich direkt. Einer der fünf Foki, die zur Erschaffung der magischen Barriere genutzt werden. Auch hier wieder in puncto intensive Farben. Seht ihr, wie geil dieses Türkis leuchtet. Einfach schön. Das würde ich auch gerne in Zukunft so sehen. Wir sehen uns wieder. Ich glaube, ehrlich gesagt, eher nicht, wenn ich mir dieses Verhalten hier gerade so anschaue. Ciao. Ja, klar hätte man den jetzt auch komplett erledigen können. Aber wozu? Fühlt sich irgendwie nicht richtig an, wenn ich doch die Möglichkeit habe, den auch nochmal davon kommen zu lassen. Klar, besessen vom Schläfer, ein Werkzeug des Schläfers, Pipapo und so weiter, der jetzt viel Schaden anrichten könnte. Aber ich überinterpretiere schon wieder anders. So, ich frage mich, ob ich hier auch irgendwie cool ins Meer runterspringen kann, anstatt außen rum zu laufen. Oder hier so runtergleiten am Felsen entlang. Versteht ihr? Probieren wir mal. Yeah! Geil, so habe ich es mir erhofft. Yeah, und platsch. Cool, hat funktioniert. Schön blau hier unten. Auch diese einzelnen Luftblasen, die so rumschweben, finde ich cool. Und was ich auch sehr geil finde, dass dann in Gothic 2 der Unterwasserwelt auch noch Fische hinzugefügt wurden, die da rumschwimmen. Gibt es eigentlich Gothic 1 Mods, die dann auch Fische haben? Weiß ich gar nicht. Aber finde ich einfach cool, dass das in Gothic 2 gibt. So, ab geht's zurück zu Iberion. Ging ja flott, die ganze Nummer zu erledigen. Den Fokus im Gepäck kehre ich wieder. Das war auch, glaube ich, jetzt hier die Einweihung der Rüstung in puncto Schwimmen. Das erste Mal mit meiner neuen Schattenkluft, meiner schweren Schattenkluft, durch Salzwasser geschwommen. Vielleicht sogar durch Wasser generell, ich weiß schon gerade gar nicht mehr. Und es ist wie eine Art Taufe, versteht ihr? Ich wurde am Anfang, habe ich eine Taufe erhalten, im Schlag in die Fresse, und jetzt hat die Rüstung ihre Taufe erhalten. Und so schließt sich der Kreis irgendwie auch wieder. Damals trugen die Männer Rüstungen des alten Lagers, die nicht tauften. Jetzt ist es die Rüstung des alten Lagers selbst, die getauft wurde. Ne? Viele Kreise haben sich jetzt hier geschlossen, der Durchführung dieses Rituals. Na, es war eigentlich kein Ritual, es war eine einmalige Sache, aber trotzdem. Im Prinzip war es ein Einweihungs... Wobei man sagt ja auch Einweihungsritual, auch bei einem einmaligen Ding. So, keine Ahnung, Mann. So, sieh, was ich dir bringe, Meister. Ich will mir auch ein bisschen Luft zu fächern lassen. Oh. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Verstehe. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Hey, ich bin ja kein Mitglied des Lagers, also. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Dann hat es sich ja doch gelohnt, nicht hier beizutreten. Nur für dieses Amulett. Was war das nochmal für ein Amulett? Ich weiß nicht. Ups, falscher Knopf, ich zieh's mal rein. Aber Amulett klingt natürlich immer gut. Zumal ich ja noch gar kein Amulett besitze, Schutz vor Feuer. Naja. Denke ich mir erstmal, na und? Aber ich trage ja noch kein Amulett bisher. Das heißt, besser dieses Amulett als keines. Und es fühlt sich sehr befriedigend an, dass dieser Slot jetzt auch endlich mit etwas gefüllt wurde. So, dann bringe ich diesen Fokus direkt mal runter zu Korkalom. Dem undankbaren, alten, grantigen Giftmischer. Aber egal, also es geht hier nur ums Geschäft, da muss man auch mit Leuten zusammenarbeiten.
die einen vielleicht nicht so respektvoll behandeln. Es geht hier ums Business und ich habe ja auch eine gewisse Verpflichtung meinem Lager gegenüber, in dessen Auftrag ich hier auch bin, um zu spionieren. Und je mehr ich da in hochrangigen Kreisen unterwegs bin, und zu denen zählt Corcolom durchaus, je mehr das der Fall ist, desto besser. In dem Sinne, ab zu Corcolom, die Fokusübergabe kann jetzt direkt stattfinden. Er und sein Schüler Kane sind schon wieder kräftig am Brauen hier. Diese Alchemitische sehen so krass aus in Gothic 1 viel. Auch es ist cool, diese ganze Trankbrau-Animation mal sich anzuschauen. Er schöpft Wasser, dann kippt es da oben rein, dann läuft es durch den Schlauch, wird mit allerlei Substanzen vermengt, dann kommt der Schöpfer da noch was anderes und dann tropfen tatsächlich echte Tropfen aus dem Rohr da in die Flasche rein. Coole Animation. Hier. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend sekret hätte. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Und was, wenn nicht? Ich habe schon mehr von denen umgehauen als du. Ja. Ausgezeichnet. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig, Nacht! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Okay, neuer Auftrag. Übrigens. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Okay, und hier kann man ein bisschen ein paar Sachen absahnen. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Dankeschön. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. War das jetzt so nötig, diese Aussage auch extra nochmal rauszuhauen? So extra nochmal so betonen, wie scheißegal ich als Mensch ihm bin. Ja? Extra nochmal so. War sehr wichtig für dich jetzt hier, gell? Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. So. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? Mit meiner Angst. In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid. Er wird dir helfen. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. So, das bedeutet, dass ich jetzt schon der Schläfer dich erleuchtet. Und so weiter. Das bedeutet, ich frage mich, ob ich jetzt schon einen ersten Zwischenbericht bei Raven abgeben kann über die Erkenntnisse, die ich hier gewonnen habe. Ich sollte herausfinden, was planen die hier. Sie planen eine große Anrufung des Schläfers, das weiß ich jetzt. Und die soll ermöglicht werden durch Sekret. Sekret von Mindcrawlern. Dafür muss man die Mine. Und so weiter. Aber überlebt, von daher kein Problem. Ich frage mich gerade, ob ich nochmal mit Lester drüber sprechen kann, dass sie jetzt bei Iberion war.
Du. Ach so, und worüber ich noch gar nicht mehr Gedanken gemacht habe, Remake Schwimmen und Tauchen wird ja hoffentlich wohl drin sein. Aber ich denke schon, weil die werden ja wohl jetzt nicht ein Remake von einem Spiel machen, was einfach Gameplay-Features, die das Original hatte, nicht mehr haben wird. Das dachte ich zwar früher bei Piranha Bytes auch, die werden sie wohl nicht zurückentwickeln, aber das ist was anderes, weil es waren ja dann jedes Mal neue Spiele. Das hier ist aber ein Remake, was ja dann schon irgendwie auch den Anspruch hat, dieses Spiel zu sein, nur in besser neu gemacht. Versteht ihr? Ob es dann besser sein würde oder nicht, wird dann jeder für sich nochmal individuell empfinden, aber das ist zumindest der Anspruch, der jemand, der ein Remake macht, sich, denke ich, schon auch setzt. Gut. Das heißt, bevor ich jetzt direkt zur alten Mine gehe, gehe ich erstmal noch zu Raven und versuche dem einen Zwischenbericht zu geben, weil ich auch einfach gespannt bin, ob das jetzt schon geht, ob ich dem schon sagen kann, dass ich weiß, was die da planen. Und auf dem Weg dahin werde ich natürlich hier im Wald die ganzen Monster, die durch Kapitel 2 gespawnt sind, auch nochmal umhauen. Vielleicht gibt es dann bis dahin auch nochmal ein Level Up, mit dem ich dann Schlösser öffnen lernen könnte und dann die Diebestour durchs alte Lager starten könnte. Ob ich das jetzt schon mache, ich weiß nicht. Es war viel. Ist eine Diebestour, die ist so zwischendrin. Die ist zwar kein Gelaber, das heißt, die vom Gameplay her angenehmer und leichter anzuschauen, aber ist trotzdem nicht so geil vom Gameplay anzuschauen, wie jetzt hier einfach frei durch die Welt rennen. Das finde ich persönlich eigentlich am geilsten. Das ist so zwischendrin, aber ja, eigentlich auch ganz cool. Wenn man es richtig aufzieht, ist es eigentlich auch ziemlich cool anzuschauen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt erstmal die Erfahrungspunkte, die dieser Wolf mir beschert, hier bereichern. Dankeschön. Und dasselbe gilt natürlich für den Scavenger dort. Ich hätte gerade beinahe Scavenger gesagt. Aber so läuft es halt im Leben. Manchmal passieren einem kleine Patzer. Das hier ist die Brückenblutfliege. Sie bewacht diese Brücke. Jetzt allerdings nicht mehr. Süß. Mein Lieblingsvogel hat gerade für mich gezwitschert. Hallo. Ja. Ich glaube, so um die 3000 Erfahrungen waren das gerade noch, die fehlen bis zum nächsten Level Up. Ja, schauen wir mal. Ich frage mich, ob ich jetzt mit der Stärke und dieser Axt auch schon einen Schattenläufer besiegen könnte. Also, der Punkt ist, ich würde wahrscheinlich einfach noch richtig hart kassieren. Und das wäre das größte Problem. Ich glaube aber, dass ich ihm trotzdem auch schon Schaden machen würde. Versteht ihr? Das größte Problem wäre nicht, dass ich ihm keinen Schaden mache, sondern das größte Problem wäre einfach, dass ich wahrscheinlich zu viel Schaden abbekomme. Im Gegensatz zu dem, was dieser Wolf hier jetzt gerade noch mir hinzufügt. So eine Rüstung macht einfach so einen Unterschied. Klar, Lebenspunkte mit jedem Level, richtig cool und so. Aber so eine Rüstung, wenn die die richtigen Werte hat, da kommt einfach gar nichts durch. Braucht man sich gar keine Sorgen mehr machen. Ja, hier gibt es jede Menge. Ganz ehrlich, diese ganzen Sachen aufzusammeln, Pilze, Pflanzen, kann ich mir jetzt eigentlich schon fast sparen, weil jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo nur noch Heiltränke und so weiter, wie ich das bringe. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz. Kennt ihr das? Man rennt an dem ganzen Zeug vorbei. Ich bring's nicht übers Herz, das einfach wachsen zu lassen, stehen zu lassen. So, zack. Zack, sehr gut. Da unten habe ich gerade noch einen Lurker am Flussufer gesichtet, werde ich mir auch direkt vorknöpfen und dann jetzt auch schon ab ins Lager. Naja, komm, ganz ehrlich, ach krass, ein Lurker mit einem Schlag mittlerweile. Jetzt bin ich schon so nahe hier bei dieser Insel, können wir da auch noch kurz geschwind rüber schwimmen und dann können wir diese gesamte Insel hier gerade auch noch mal abhaken, von Viechern säubern, zack. Einfach so. Mir nix, dir nix. Ich habe quasi am Ende des ersten Kapitels schon die Stärke und die ganze Krassheit
vorgezogenerweise mir angeeignet, die dann einige Stunden später, jetzt im zweiten Kapitel, angemessen ist. Was auch okay ist, weil dadurch war ich in der Lage, Karim zu besiegen, aber so langsam gleicht es auch wieder aus. Das kommt man langsam in den Bereich, wo ich dadurch jetzt nicht unnormal krass bin, sondern einfach normal wieder. Und dann gerade diese ganzen Kämpfen gegen die Minecrawler und so, das ist dann schon gut, wenn ich ein bisschen mehr auf dem Kasten habe, versteht ihr? Sehr beim Eindringen in das Minecrawler-Nest, das Heiligtum der Minecrawler. Der innerste Kreis, da will ich ja schon auch irgendwie mich gewappnet fühlen, das hinzukriegen. Ja. Gut, hier liegt noch eine Waldbeere rum. Saftig süß kommt sie daher im roten Gewand. Scavenger beäugt den Boden. Diese ganze Animation, ich finde es auch so liebevoll gemacht, wie die ganzen Monster animiert sind. Vor allem die Scavenger, die sehen einfach so witzig aus. Die gucken immer so auf den Boden, legen ihren Kopf so schräg, so als ob sie überlegen, lohnt sich das jetzt, wenn ich da reinpick? Oder soll ich noch ein bisschen abwarten? Ah, scheiß drauf. Bam. Und dann rammen sie den Schnabel in den Boden rein. So wirkt es durch diese Animation. Und genau diese Gedankengänge hat derjenige Entwickler, der damals die Animation gemacht hat, bestimmt auch dem Scavenger angedichtet oder zuteil werden lassen, wie auch immer. So, auf jeden Fall werden wir beim nächsten Mal Raven erstmal berichten, was wir so im Insektenlager erfahren haben, falls das geht. Ich weiß nicht, ob es geht, aber ich will es probieren. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Und natürlich einen wunderschönen Tag. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Ciao.